Bisher bei Team Clash 2. Ich bin freiwillig von hier oben runter, anstatt mit dir in deinem Clash zu sein. Die Baggermitch braucht wohl mal Eis zu den Hintern versohlt. Ich muss euch anführen. Was? Nein, ich meinte das anders. Warte. Wo ist Chu? Haben wir ihn verloren? Wir müssen zurück. Wir haben ein Ziel, dieses Twitter-Gebäude. Und dort treffen wir uns. Wie? Du willst Chu einfach zurücklassen? Du checkst es doch eh nicht. Dass dein Hass gegen mich dein logisches Vorgehen beeinträchtigt, ist gerade dermaßen fehl am Platz. Dann geh doch. Fein. Team Palüffel! Get con! Schon beschwört! Sorry, Palle, aber ihr müsst es alleine schaffen. Moin, Stumi! Und jetzt zu uns. Und ich kann dir geben, wonach du verlangst. Stingy! Dir bleibt keine Zeit. Du willst den Master suchen. Ja, Tim. Komm mal mit. Ohne Witz, sag nicht, dass das unser Weg ist. Das? Never. Wie sollen wir Ju hier nur finden? Geschweige denn einen Ausgang. Hey, wenigstens ist uns nichts passiert. Wow. Wären wir abgenippelt, könnten wir uns wenigstens zusammen wieder aus dem Papierkorb teleportieren, wie Tadel und Manu letztes Jahr. Wohl kaum. Wahrscheinlich landen wir jetzt zwar auch in einem weißen Raum, aber dann ist das so abgefuckt wie bei Euphoria! Euphoria? Finger weg von Euphoria! Aber ich bin mir sicher, dass es diesmal nicht so einfach wird. Weißt du noch, der Master, ihr dachtet, ihr werdet vorbereitet, aber ihr seid's nicht. Bla bla bla. Mhm. Was machst du da eigentlich? Ich teste, ob ich auch irgendwelche Anime-Powers habe. Wäre doch wasted, wenn's nicht so wäre. Kamehameha! Aber hey, für den Fall, dass du doch recht hast mit dem Papierkorb, lass uns immer zusammenbleiben, ja? Ja! Und vielleicht gewinnen wir so sogar. Du weißt schon, die Leute lieben. Yowie! Warum ist dir eigentlich immer so wichtig, was andere denken? Auch vorhin mit Ju. Naja, ihr kennt euch alle. Ich bin der Neue. Keine Sorge, ich kenn das. Ich mach was und immer heißt es nur... Du bist Schande! Du bist Schande! Du bist Schande! Ich finde nicht, dass du Schande bist. Danke, Mann. Hey, Moment! Was ist das da? Aha. Komm schon, ein Stückchen noch. Bloß nicht wieder aufstoßen, du Baggerlud. Sonst sind wir gleich Matschepatsche am Boden. Los, da vorne schon das Häuserdach. Ein bisschen noch. Ein bisschen. Nicht schlapp machen. Mama, wir haben's geschafft. Schöne Schande. Jetzt sind nur noch wir zwei übrig, alter Halunke. Was? Ja, mir ist schon klar, dass wir die anderen übrigen suchen müssen. Aber wie? Alles, was wir haben, ist diese Feuerkapsel von dem blauen Schwebevieh. Aber wir stecken hier oben fest. Keiner weiß, dass wir hier sind, Edgar. Was ist das? Ich würde es Luftschiff nennen. From the future! Tja,
Ja, heute grätsche ich euch besonders früh rein. Aber hey, dafür könnt ihr die zweite längere Hälfte am Stück genießen. Ich werfe nur kurz mein Dankeschön an alle Kommentarschreiber ein. Und wenn ihr denkt, die Kommentare bisher waren schon cool, wartet mal, was euch gleich noch erwartet. Denn ich bin hellisch oder netherisch gespannt, wie Stegi und Melina ihren Weg zu Tim bestreiten werden. Viel Spaß, Leute, und tschüss! Da drüben am anderen Ende geht die Pipe weiter. Also heißt das für uns einmal quer durch, oder? Ach, Melina, dir sagt das Nether sicher nicht viel, aber das ist hier echt höllisch gefährlich. Hm, klar, aber du hast was vergessen. Wie, was? Wir haben doch die hier. Die Kapsel mit den Flügeln, meinst du? Versuchen wir es doch gleich mal. Melina! Es klappt, ist doch ganz klar! Ah, das sind Gasts! Los, Stegi, wir müssen weg hier. Die sehen zwar extremst fluffy aus, aber was ist? Ich hab Angst. Was ist, wenn die Wirkung der Kapsel nicht lang genug hält? Wenn wir abstürzen? Weißt du, was Screw the Nether? Was? Screw the Nether. Sieh nicht immer alles so schwarz. Wir schaffen das. Mhm. Mach sie Peter Pan, denk an was Nices und dann wird's funktionieren. Tim. Es funktioniert! Und jetzt los, auf geht's! In meiner Snap-Story wäre der Hammer gewesen. Gern geschehen. Wo finden wir jetzt Tim? Da? So lächerlich. Ju! Bist du hier? Ju! Irgendwo hier müssen wir ihn doch verloren haben. Was ist das denn da? Hallo? Wer ist da? Ju? Kuro, kommt raus! Ach was, wen haben wir denn da? Was willst du hier, Max? Du kannst mich nicht sehen, ich bin hinter einer Hecke. Ich sehe dich ziemlich gut. Was los, alleine Angst bekommen? Ha, ich bin zufällig hier lang gelaufen. Als ob. Gut, du warst alleine. Und das hat nichts mit dir zu tun, aber ich glaube, wenn es jemanden aus unserem Clash trifft, dann erstmal dich. No offense. Und weil ich das Team beschütze... Ist das deine Art, dich zu entschuldigen? Also... Hier mein Plan. Sobald wir Ju gefunden haben, machen wir uns auf den Weg zur Main Street. Die führt, glaube ich, durch das Zentrum der Stadt. Und demnach ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch die Online Avenue kreuzen. Das ist genial! Soweit der Plan. Gut, wo müssen wir jetzt lang? Weiter hier, oder? Was ist das? Weg da! Sofort! Max? Dich beschützen, was nützt dir nur mein Schutz? Die Schwalben aus dem Nest fallen, hieß es Fliegen oder Sturz. Still. The Main? Das ist nicht fair. Gib sie zurück! Wir alle fallen. Uns alle zwingt das Leben irgendwann in die Knie. Was wir taten, wird niemand ungeschehen machen. Und was wir nie sagten, keiner gehört. Wir können trauern, wir können bereuen, aber wir dürfen uns nicht verlieren. Wenn das Leben uns in die Knie zwingt, müssen wir mit einem Backflip wieder aufstehen. Sayonara.
Was zur Hölle war das am Ende? Und wo ist Judah gelandet? Wir brauchen eure Vorschläge, so wie auch diese Episode schon. Was wird Max nun tun, wo er völlig alleine ist? Und was hat es mit diesem riesigen Luftschiff auf sich? Ob Kuro-Senpai und Luca einen Weg an die Oberfläche finden? Ich bin gespannt, wie ihr die Story weiter bestimmt. Schreibt eure Ideen, Witze und Insider in die Kommentare. Zur zweiten Art der Mitbestimmung. Gebt denjenigen, den ihr nicht mehr sehen wollt, einen Daumen nach unten und eurem Favoriten einen Daumen nach oben. Der mit dem schlechtesten Ergebnis aus Clash A tritt gegen den schlechtesten aus Clash B an. Voten könnt ihr immer bis Sonntagmittag um 12 Uhr. Außerdem könnt ihr eine von drei Clash Capsules anklicken. Diese beinhalten besondere Waffen oder Fähigkeiten. Die Kapsel mit den meisten Votes erhält der Clash, der nächste Woche einen Clasher verliert. Nächste Woche wieder und nicht vergessen, ihr schreibt die Geschichte, also fleißig mit Vorschlägen kommentieren und voten. Bis nächste Woche bei Tube Clash 2. Dein Gutmut frisst dich auf. Du bist ein Held in deiner Welt. Geht nie ein Hero drauf. Und trotzdem gehe ich.